Aber das Schicksal war noch nicht fertig mit Tante Gerda. Die Frühstücksteller waren noch kaum abgeräumt, als es an der Hintertür klingelte und das Mädchen unter einem gewaltigen Korb ächzend wieder hereinkam. Oh nein! Nein! Kreischte Tante Gerda. Und nun war er da. Der Moment, dem all die vergangenen Wochen zur Vorbereitung gedient hatten. Es war früher Abend, die kleinen Nichten brodelten und kochten in ihren Unterröcken, gescheucht von Kindermädchen mit Lockenscheren und Schleifen. Im Weihnachtszimmer kletterte Tante Gerda unter den wohlwollenden Blicken Onkel Ernstens die Trittleiter hinauf und wieder runter, um die Kerzen zu überprüfen, den Wassereimer und ob der Silberstern richtig saß. Graziellas junger Arzt, den man in seinem Laboratorium erreicht hatte, hatte die Einladung zum Abendessen angenommen, damit sie nicht 13 wären. Irgendwie hatte er sogar Geschenke für die kleinen Nichten aufgetrieben. 3 winzige Holzkästchen, die Tante Gerda nun ihrem Haufen hinzufügte.